Dieses Projekt hat Dimensionen von der Trägerschaft, von der Eigentümerschaft, die dahinter steht, von der geschichtlichen und auch sogar archäologischen Analyse des Ortes bis hin zu einem ganz wesentlichen Beitrag der Verdichtung der Stadt zugunsten eben dieser neuen Beziehungsdichte, die die Urbanität ausmacht. Das hat dann zu Auszeichnungen geführt. Und Diskussionen, die gar nicht unbedingt im Gestalterischen eben den Höhepunkt sehen, sondern in der Art und Weise, wie Projekte initiiert und durchgeführt werden. Und das ist ja auch wichtig, dass wir nicht alles den Hypothekarverwaltern und Pensionskassen überlassen, sondern dass wir versuchen, unsere Umgebung selber zu gestalten. Dass wir uns für dieses Objekt hier entscheiden konnten, das war schon ein großes Argument, war die Lage im Zentrum. Also für mich war das wichtig. Ich habe mir immer gesagt, ich möchte immer zu Fuß nach Hause gehen können oder auch torkeln können. Wenn ich in der Stadt leben will, will ich wirklich in der Stadt leben. Zunächst steht das Gebäude direkt anschließend an die Stadtmauer oder an den Schanzengraben. Das heißt, wenn es heute in der Kernstadt, in der denkmalgeschützten Kernstadt steht, war es damals, als es erstellt war, klar außerhalb der eigentlichen Altstadt Teil einer Stadterweiterung, die von hier ausging. Ferdinand Stadler war ein berühmter Architekt des Historizismus und er hat hier an der Sernerstraße 1861 dieses Bürogebäude gebaut. Und zwar war das damals ein dreiteiliges Gebäude mit einem Mittelrisalit und zwei Seitenrisaliten. Der rechte Teil wurde dann im 20. Jahrhundert, so circa in den 50er Jahren, abgerissen durch einen Neubau ersetzt. Das heißt, wir fanden hier bereits ein Fragment vor, das aus zwei Teilen bestand. Mit dieser Substanz mussten wir dann umgehen und haben dann eigentlich einen Drittel dazu gesetzt. Ein weiterer Aspekt war, dass wir das Ganze sehr kostengünstig errichten wollten. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir bestrebt waren, möglichst viel von diesem Bestand zu erhalten und weiter zu nutzen. Also wir wollten keine Großwege, wir wollten keine Kommune. Es sind ganz stinknormale Eigentumswohnungen am Schluss. Aber der Weg, wie es dazu gekommen ist, der war nicht ganz konventionell, weil wir nicht als Investor aufgetreten sind und dann die Wohnungen verkauft haben, sondern weil wir das Projekt zwar zu viert gestartet haben, aber dann laufend neue Leute dazugekommen sind, die das mitgetragen haben, schon während der Bauphase. Nachdem wir eigentlich angefangen hatten zu planen, haben wir es in unserem Freundeskreis auch erzählt und wir haben auch gemerkt, dass ganz viele Leute Lust auf so ein Modell haben, dieses urbane Leben. Also wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass das eine Resonanz hat und dass es ein Bedürfnis gibt für ein solches Modell. Das Spannende für die Jury war, dass eben hier, so wie früher beim genossenschaftlichen Bau, jetzt mit Eigentumswohnungen auch eine gewisse Gemeinsamkeit der Bewohner und Bewohnerinnen gesucht wurde. Das Merkmal dafür war zum Beispiel eine gemeinsame Gästewohnung im obersten Geschoss, also im Dachgeschoss, mit einer sehr schönen Dachterrasse, die von allen genutzt werden kann. Wichtig war vielleicht auch die transparente Abrechnung und beim Projekt der Lift, also der eigentlich allen im Haus ermöglicht, gleich schnell zum besten Ort im Haus zu kommen. Oder niemand hat einen direkten Aufgang auf die Dachterrasse, aber mit dem Lift sind eigentlich alle gleich angeschlossen. Und das hat dann auch erlaubt, beim Projekt selbst konventionelle Muster zu durchbrechen. Also das Muster der Attika-Wohnung oder das Muster des eigenen großen Balkons. Und dadurch ist auch eine andere Architektur entstanden.
Äußere und innere Logik des Gebäudes sind in diesem Fall hier nicht deckungsgleich. Während es außen eine Fassade gibt, die sich, wie gesagt, am Bestand orientiert, also in diesen Lochfenster, die mehr oder weniger klassizistisch angeordnet sind, ist es im Innern so, dass eine viel stärkere Freiheit entsteht. Es ist eine Sukzession eigentlich in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist von dem Gebäude unten nach oben, das heißt im Schnitt. Man sieht das in der Zeichnung eigentlich sehr schön, wie die Freiheiten immer stärker werden. Und das Gleiche ist im Grundriss auch von der hinteren Seite zur Ecke zu beobachtbar. Als letzte oberste Schicht konfrontiert die Bemalung des Gebäudes den Passanten nochmals mit der Idee. Es ist dasselbe Motiv des Zusammenspiels zwischen Addition und Ganzen, das sich hier zeigt. Auf der linken Seite an der Ostfassade befindet sich der Wechsel zwischen dem unteren Braun und dem oberen Weiß auf der Höhe der ehemaligen Traufe. Es ist eine Referenz an den Stadlerbau, wie er da stand früher. Also es ist nicht die Grenze, wo der Neubau heute anfängt, sondern wo das alte Gebäude die Traufe hatte. Und auf der rechten Seite gibt es keine solche Referenz. Das heißt, der Wechsel zwischen Weiß unten und Braun oben ist präzise in die Mitte des Schwergewichtes des Gebäudes gelegt. Als Artefakt ist es in jedem Detail durchstudiert, sehr präzis, mit einfachen angepassten Materialien, eigentlich Sinnbild dessen, was dahinter für ein großartiger Prozess steht. Das Baurecht und die offene Abrechnung, das hat dann dieses Modell auch sehr neu gemacht, dass Banken und Notariat und alle mussten irgendwo das neu erfinden und wir natürlich auch. Also es gab auch keinen Vertrag, der in diese Richtung ging. Man wusste nicht, wie man das auf dem Notariat festlegen kann. Da mussten alle viel lernen. Aber eben im Schluss ist etwas entstanden, dass es gibt heute ja viele, auch in Zürich immer noch sehr attraktive Wohnungen zu kaufen von guten Architekten. Aber so dieses Modell, dass man sich nicht einfach auf ein Stockwerk reduziert, das ist wahrscheinlich nicht oft vorhanden. Ich weiß nicht genau, wie es langfristig läuft, wenn hier dann Mieterwechsel oder eben Eigentumswechsel stattfinden. Aber ich denke, dass für einige Jahrzehnte dort diese Leute jetzt einen Traum verwirklichen können. Man hat stark mit Materialien gespielt, Holz und Stein. Man hat Fenster erneuert. Aber im Ganzen gesehen sind die Eingriffe gar nicht sehr auffällig. Im Neubau haben wir dann einerseits aus statischen Gründen, weil das Fundament konnte nicht beliebig belastet werden, und andererseits auch aus Bauprozessgründen, also man musste relativ schnell bauen, weil das Grundstück hier ist sehr eng, man ist hier mitten in der Stadt, haben wir uns entschieden, dass wir die ganze Aufstockung in Holz machen. Und das interessiert uns auch persönlich, also diese Holzkonstruktion finden wir immer wieder auch eine interessante Art zu bauen, weil es ein sehr starkes konstruktives Verständnis erfordert. Von außen sieht man das nicht, dass es ein Holzbau ist. Das ist nicht ein Thema in dem Sinn, dass es dann sich zeigt, sondern es war einfach aus konstruktiven und auch eben aus diesen Ressourcengründen war das ein Holzbau dann schlussendlich. Durch diese starke Auseinandersetzung mit diesem historischen Bestand ist dann das ganze Haus eigentlich ein Resultat einer generationenübergreifenden Autorenschaft. Die Rückeroberung hat ja auch so eine raumplanerische Komponente. Also wir wohnen ja nicht auf kleinem Raum, aber wir haben keinen Quadratmeter zusätzlichen Boden überbaut. Es ist eine Aufstockung. Wir haben vielleicht nicht energetisch übersorgfältig das gemacht, aber es ist eine Leichtbauweise, diese Aufstockung. Wir können vieles im Alltag eben zu Fuß machen und so, und das führt dann vermutlich auch zu einer verhältnismäßig guten Bilanz, wenn man da im Haus wohnt. Damit Labels verkaufbar sind, und es ist im Prinzip ja nur ein Thema der Ökonomie, müssen sie letztlich die Komplexität reduzieren. Den heute bekannten Labels gelingt es nicht, die Komplexität so zu reduzieren, dass trotzdem das komplexe Bild, in dem Bauten entstehen, ganzheitlich abgebildet ist. Deshalb ist der SIA sehr kritisch. Er erachtet die heute bestehenden Labels als nicht genügend, um qualifizierte Aussagen zur Gesamtheit eines Bauwerkes zu machen.